Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landwirtinnen und Landwirte, im diesjährigen Online-Feldtagebuch möchten wir Ihnen in mehreren Videos den Sortenversuch Sommergerste in Herbstaussaat vorstellen und parallel über das Thema Digitalisierung im Thüringer Feldversuchswesen berichten. Um uns dem Thema drohnengestützte Bonitur zu nähern, haben wir in diesem Jahr erstmalig begonnen, Datensätze per Drohne in ausgewählten Versuchen zu erfassen, wie auch im Sortenversuch Wechselgerste. Bleiben Sie also gespannt, wenn wir in zukünftigen Videos über dieses Vorhaben berichten. Kommen wir aber nun zur Vorstellung des Sortenversuches Sommergerste in Herbstaussaat. Der landwirtschaftliche Anbau von Wechselgetreide hat in Thüringen schon seit einigen Jahren an Bedeutung gewonnen. Es werden seit 2020 und 2021 Versuche zum Anbau von Sommergerste in Herbstaussaat durchgeführt und auch in diesem Jahr hat das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum wieder einen eigenständigen Sortenversuch an zwei Standorten angelegt. Die Vorteile dieses Anbauverfahrens sind einerseits die Ausnutzung der Winterniederschläge, frühere Kornfüllungsphasen, verringerter Einfluss von Trockenphasen im Sommer und im günstigsten Falle höhere Erträge und bessere Kornqualitäten. Allerdings darf man auch die Risiken nicht vergessen. Vor allem der Befall von Runchiosporium spielt in feuchten Wintern eine besondere Rolle. Und die Gefahr vor Auswinterung darf nicht unterschätzt werden, denn gerade letzteres kam in diesem Winter besonders schwer zum Tragen. Im laufenden Versuchsjahr werden 6 Sommergerstensorten in Herbstaussaatverfahren verglichen. Es handelt sich dabei um die bereits im Vorjahr getesteten Sorten Leandra, Prospekt, Amidala und Lexi, wovon die beiden letztgenannten derzeitige Empfehlungssorten des Thüringer Braugerstenvereins darstellen. Neu im Sortiment befinden sich die Sorten Sting und LG Caruso aus dem Zulassungsjahr 2022, welche vorläufige Empfehlungen erhalten haben. Bis auf die Sorten Leandra und Prospekt findet sich das Sortiment auch im LSV Sommergerste in der klassischen Frühjahrsaussaat wieder. Die Aussaat erfolgte aufgrund des nassen Herbstes am Ende des vorgegebenen Saatzeitfensters am 7. November 2023. Der Aufgang wurde zwischen dem 16. und 18. Dezember bonitiert. Nach dem sehr milden Temperaturverlauf im September wurden die Pflanzen allerdings durch einen Kälteeinbruch und Temperaturen bis minus 14 Grad in der zweiten Januardekade sichtlich geschädigt. Der kältebedingte Verlust von Pflanzen belief sich am 7. März bis zu 28% der ursprünglich gezählten Keimpflanzen vom Vormonat. Eine leichte Schneedecke konnte allerdings einen Totalausfall am Standort Dornburg verhindern. Die Pflanzen erholten sich im Verlauf des Februars dank der warmen und feuchten Bedingungen und etablierten einen guten Bestand. Auf dem zweiten Thüringer Versuchsstandort in Kirchengel allerdings winterten alle Sorten ohne Ausnahme aus. Bei den Sorten Amidala, Lexi, LG Caruso und Sting, welche im LSV Sommerbraugerste in klassischer Frühjahrsaussaat stehen, konnten im Vergleich zur Herbstaussaat bis zu 44% mehr Pflanzen auf dem Quadratmeter gezählt werden. Nun bleibt abzuwarten, ob die frühere Kornfüllungsphase mit den zu erwartenden Niederschlägen einen bemerkbaren Einfluss auf Ertrag und Qualität haben wird und die Sorten die geringere Pflanzenzahl kompensieren können.